bekommt ihn rechtzeitig wieder zur Verfügung und geht damit nochmal weg. Jetzt hat Tom Bionic auf einmal in einer blöden Situation, denn er steht vor einer ganzen Menge Wände. Und was Vayne natürlich super kann, ist Condemn gegen Wände. Bullet Time geht durch. Die Omi überlebt das Ganze nicht, jetzt aus der Mitte in der Kasarin. Und das sind Low-Life-Targets und das sind viele Snacks. Und diesen Drive kann ihr wenig machen. Vayne doch allein auf der Top-Lane und Mannheim, die rennen hier einfach auf den Innen zu. Und was ist das denn? Das war viel Schaden. Hallo Kasarin. Tschüss Karma. Und die gehen jetzt einfach weiter. Mannheim, die Lokomotive, die hält nicht an. Sie kennt keinen Stopp. Die gehen einfach immer weiter. Schöner Burst-Schaden nochmal, um zumindest den AD-Carry rauszunehmen. Das Problem ist, Baron immer noch am Leben. Kann man das stealen? Royal Destroyer geht rein. Er kommt ihn! Royal Destroyer stealt den Baron. Und das heißt, sie bekommen den Inhibitor und den Baron. Jetzt nur nicht sterben. Because ist okay, wenn man den verliert. Aber der Rest einfach raus. Trotzdem noch locker flankt, auch wenn er nicht mehr so viel Leben hat. Aber haben wir jetzt Albert Dreiber gefunden. Das ist so viel Burst. Albert Dreiber einfach komplett auf Null gebracht. Innerhalb von 1-2 Sekunden Bullet Time auf den Support. Lothiomi explodiert komplett ohne Chance. Von der Seite Vayne mit viel Chance kann man vielleicht auch was reißen, aber der explodiert auch. Oh, das war schön gemacht von Lockers. Reicht beidem aus. Das Problem ist, es gibt so viel, dem man ausweichen muss. Because und Lockers können sie diesen tiefer drehen. Schöner Schaden von der Vayne, allerdings Royal Destroyer komplett rausgenommen. Es ist halt dieser Kasarin inzwischen. Level 17, Double Kill für ihn, Triple Kill. Es ist zu spät. War gerade wieder der Flash von der Sion, der jetzt von Lockers angegangen wird. Das kennen wir irgendwo ja schon. Das Problem ist, Lockers ist jetzt auf einmal Meatgrinder. Wird hochgeworfen, ausgeschaltet. Der Sion lebt, heilt sich wieder hoch. Hat aber keinen Chakram dafür, um da wirklich noch was zu machen. Aber er lebt irgendwie immer noch. Die Tarik-Schild, die Heilung, es reicht irgendwie für Sion. Und jetzt können sie chasen. Und vor allen Dingen, Cross sehr, sehr weit vorne. Der Hook sitzt auf den Jungler. Man kann ihn rausbursten. Man hat den Drake. Das ist schon mal gut. Kann man eventuell sogar noch den Fight gewinnen. Aphelios Ulti geht komplett daneben. Royal Destroyer in allen drin. Hält hier immer noch die Linie. Hält immer die Front. Jetzt bricht sie allerdings langsam aber sicher zusammen. Max wieder das nächste Ziel. Locker nochmal mit dem versuchten Kill auf dem AD Carrier. Das sieht so gut aus für Dortmund diesmal. Reels, der gerade den Hook gefressen hat. Tom Bionic sofort mit der QSS dabei, aber wird angegangen von drei, weil von oben kommen jetzt die Crits von Siebe durch. Oh, Mimoro, den haben sie sofort ausschalten können und die Situation ist nicht optimal, sie stehen alle in einem Klatsch, alle nebeneinander. Der AOE kommt durch, der AOE kommt sehr gut durch, es ist kein Carry mehr am Leben, außer Tom Bionic und der wird hier nochmal rausgefokust von Royal Destroyer, Triple Kill. Und ein bisschen ganz normal aufpasst, dann wird einmal der Schaden wieder unabhängig, was ist denn das? Das kannst du doch nicht irgendwem erzählen, dass das legitimer Schaden ist. Irgendwie kann Mimoro sich hier die zweite Triple sogar nochmal abholen. Und, oh, come on. Kriegt viel zumindest den Smite-Button. Das ist schon mal wichtig. Der Teamfight, der danach entsteht, ist allerdings auch wichtig. Der Setschaden ist gut. Zusammen mit der Syndra hat man natürlich Power auf jeden Fall mit dem Level 6. Lux versucht dann noch was zu machen, aber mit so nicht wirklich was reißen. Nee, dann fällt Triple Kill. Boah, das gibt ordentlich Geld, theoretisch. Gleich wieder der nächste Teamfight-Versuch. Cozy immer wieder vorne drin mit seinem Set. Der kann natürlich viel Schaden rausholen, aber mit dem Schild tankt er das weg. Envitral von hinten und Kree immer noch am Leben. Cozy immer noch am Leben. Die räumen einen nach dem anderen ab, über die Wand geflasht. Sirionto beendet, was der Rest seines Teams angefangen hat. So viel habe ich nicht mal für meine Bachelorarbeit vorbereitet. Liegt vielleicht daran, dass du sie noch nicht geschrieben hast. Aber, tja, ein unbeschriebenes Blatt ist dieses Spiel ganz bestimmt nicht, denn... Sieht schwierig aus. Ja. Warum? Das ist ein interessanter Sprung gewesen von Envitral, der halt direkt in Usnix und vor allen Dingen auch Mrs. Arme gelaufen ist. Red Buff war also jetzt hier für den Kill genutzt, aber ungefähr 20 Farben Vorteil im Jungle. Das sind halt auch die individuellen Goldvorteile, die sie da haben. Zusätzlich jetzt mit dem Inhibitor-Turm inzwischen, der eventuell allerdings den Teamfight kosten wird. Die Sonne Option trifft nicht schlecht. Das Problem ist, man verliert die Midlane. Camille ist jetzt dabei. Fabzi mit dem Trash hat sich auf die Support-Position verabschiedet, damit Cozy als Support Camille auf die Toplane gehen kann und hier das Team carry kann. Und das ist der Inhibitor auf jeden Fall. Reset wieder für Envitral in den Draven reingesprungen. Sonneneruption auf Envitral, der hat keinen Glanz mehr. Wir haben es ja natürlich gesehen, dass er es davor genutzt hat. Guter Pick, den sie da kreiert haben. Müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie nicht da nochmal abgeräumt werden am hinteren Teil dieses Teamfights. Cozy das nächste Ziel, Draven. Nee, dann komplett unangetastet hinten. Wird jetzt angegangen, aber zu spät von Kree. Und Kiel, die sind komplett die Mitte runtergerannt. Aber so wirklich, das ist nicht optimal. Draven weiter auf der Jagd. Sirionto probiert sein Team wenigstens hier nochmal irgendwie drin zu halten. Probiert wieder durchzudenken, probiert diesen Turm irgendwie zu beschützen. Aber das Feuer wird eröffnet auf den Turm und jetzt geht man auf den Maokai, während Envitral weiterhin an diesem Turm arbeitet. Der ist gefallen, das heißt der Nexus ist offen. Kann man das hier beenden? Oder geht's dann doch nochmal in die nächste Runde? Draven und Andy wieder aus der Base, wieder mit den Cash-Ins. Während Envitral weiterhin auf den Maokai fokussiert, genau das richtige Ziel, immer den Tank fokussieren, das ist die Lösung, die man gesucht hat.